Genau, wir sind auf dem Weg in die Kanalisation. Wir müssten da jetzt vorbeikommen. Wir haben ja jetzt irgendwelche Papiere gekriegt. Immerhin haben wir jetzt keine Uniform mehr. Ich kann ja zwischendurch ein bisschen mit meinem Schwert spielen, wenn ihr wisst, was ich meine. Okay, und dann finden wir da hoffentlich die. Die war ja eigentlich ganz nett zu uns. Und. Oh, jetzt geht's hier wieder ab. Irgendetwas scheint Karth zu belasten. Rede mit ihm. Na gut. Karth, was Ja. los? Was habt ihr auf dem Herzen? Ich möchte was mit euch besprechen. Wirklich? Das ist in Ordnung. Über was wollt ihr reden? Ja, mein Gott. Ich nehme lieber das Zweite, oder? Also ich will ja nicht direkt angehen hier. Ich wusste, dass ihr nicht verstehen würdet, worauf ich hinaus will. Lasst mich versuchen, es zu erklären. Mit euren Fähigkeiten gehört ihr in ein Elitekommando und ihr habt mir schon mehr als einmal den Hintern gerettet. Deswegen und wegen eures Sprachtalents bin ich heilfroh, euch hier zu haben. Aber das heißt nicht, dass ich deswegen aufhöre, euch zu beobachten oder wachsam zu sein. So bin ich nun mal nicht gestrickt. Punkt. Oh, snap. Warum so feindselig? Das frage ich mich jetzt mal tatsächlich. Warum habe ich das? Womit habe ich Ihr denn das habt verdient? bisher überhaupt nichts gemacht. Aber es gibt keine Garantie, dass ihr auch in Zukunft nichts tut. Ich wurde schon von Leuten verraten. Und gut, das wird nicht wieder passieren. Ihr wollt eine Garantie, dass ich euch nicht verraten werde? Ich weiß nicht, ob ihr mich betrügt. Aber es gibt keine Garantie, weder für mich noch für euch. Nehmt das nicht persönlich. Puh, ich frage mich, ob ihr überhaupt jemandem vertrauen Lasst könnt. es sein. Nein, bin ich nicht. Was? Seid ihr sicher, dass ihr nicht drüber reden wollt? Nein, ich will nicht darüber reden. Ich will die Galaxis retten. Wenn das überhaupt noch möglich ist. Warum ist das so verdammt wichtig für euch, wem ich vertraue und wem nicht? Warum kümmert euch das überhaupt? Wir haben keine Zeit für sowas. Können wir das bitte beenden? Fürs Erste? Von mir aus reden wir später nochmal darüber, wenn es sein muss. Ich will nur jetzt hier weiterkommen. Ja, ist ja gut. Okay. Also, wir haben weiter was über Karth rausgefunden, obwohl ihn deine Fähigkeiten beeindruckt haben. Will Karth sich dir nicht anvertrauen? Vielleicht lernt er mit der Zeit doch dir zu vertrauen. Ja, es sei denn, ich schlag ihm gleich den Kopf ab, weil er so ein sturer Bock ist. Na gut. Hallo. Halt, Zivilist! Zu den Slums haben ausschließlich offizielle Mitarbeiter der SIS Zugang. Entweder sie haben entsprechende Papiere oder sie verschwinden hier. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ich habe meine Mal Ausweispapiere. sehen. Alles in Ordnung. Okay, gehen Sie meinetwegen runter. In Ihrer Haut möchte ich nicht stecken. In den Slums wimmelt es von Mutanten. Wir nennen sie Rakgul. Wenn sich da unten was bewegt, erst schießen, dann fragen. Ja, das klingt ja gut. Du Idiot, ich habe eine republikanische Rüstung an. Ah? Okay, dann runter in die Slums. In die tiefste Tiefe des tarisianischen Planeten. Ihr da, Oberweltler! Jeder, der den Lift benutzt, muss eine Gebühr bezahlen. Ja, das ist unser Lift. Wenn ihr ihn benutzen wollt, müsst ihr uns etwas geben. Dieser Planet ist unglaublich. Sogar die Bettler wollen uns an den Kragen. 5 Credits. Es kostet 5 Credits, unseren Lift zu benutzen. Meine Güte, 5 Credits. Ach, bevor ich hier Diskussionen mache, kommen hier 5 Credits. Credits, mein Bruder, wir haben Credits. Jetzt können wir Nahrung und Medizin kaufen. Psst. Oder die anderen werden uns hören. Sie wollen unsere Credits. Wir müssen sie verstecken. Geht weg, ihr zwei. Los, los, raus hier. Tut mir leid. Diese 2 Bettler bringen uns hier alle im Dorf noch in Verruf. Wir sind nicht so wie diese beiden. Die meisten Leute hier sind anständig. Natürlich, Fräulein. Schade nur, dass euer kleines Empfangskomitee einen ziemlich schlechten Eindruck hinterlässt. Tja, mein Name ist Marco Possum. Wer seid ihr? Ich heiße Shalina. Ihr seid von der Oberwelt, oder? Ich habe sie noch nie gesehen. Ich wurde hier in den Slums geboren. Ist es dort oben so schön, wie man sagt? Puh. Was soll man jetzt da sagen? Lieber hier ist nichts Besonderes. Für euch nicht. Aber ihr seid einfach schon an die ganze Schönheit gewöhnt. Ich war noch nie an der Oberfläche. Doch manchmal meine ich, sie in meinen Träumen zu sehen. Die Sonne, der Himmel, die Sterne. Es klingt alles so wunderbar. Gendar, unser Anführer hier, sagt mir, ich soll mehr Zeit damit verbringen, die Dinge hier bei uns zu verbessern und nicht von etwas zu träumen, das ich niemals haben kann.
Vielleicht hat er ja recht. Ihr denkt vermutlich, ich sei eine Närrin, weil ich von einem Ort träume, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Aber als ich noch klein war, hat mir Rukel Geschichten darüber erzählt, wie es in der Oberwelt war. Wer ist Rukel? Rukel ist der älteste Mann im Dorf. Die Kinder nennen ihn Rukel Wrinkleskin, aber er ist ein lieber und netter Mann. Als ich noch ein Kind war, hat er mir immer so schöne Geschichten erzählt. Ich liebe es noch immer, seinen Geschichten über das gelobte Land zu lauschen. Obwohl ich weiß, dass es nur Legenden sind. Aber manchmal scheinen die Slums dadurch weniger finster und hoffnungslos zu sein. Das gelobte Land, was ist das denn? Es ist nur eine Geschichte, um kleine Kinder glücklich zu machen. Rukel glaubt aber daran. Manchmal glaube ich selbst daran. Doch dann sehe ich mich um und erkenne die hässliche Wahrheit. Ich schätze, wir müssen das Beste aus dem machen, was wir haben. Wenn ihr mehr vom gelobten Land wissen wollt, solltet ihr mit Rukel sprechen. Okay, wo kann ich Rukel finden? Er wandert irgendwo im Süden des Dorfes umher. Er bewegt sich nicht so weit fort, wegen seiner alten Knochen. Er ist ja schon über 100 Jahre alt. Die Kinder lachen über ihn und die Leute denken, er wäre verrückt, wegen all der Geschichten, die er über das gelobte Land erzählt. Doch er ist ein netter und lieber alter Mann. Das hatten wir schon hier ein paar Fragen. Wo kann ich Gendar finden? Er hält sich irgendwo im Dorf auf, aber ich weiß nicht genau wo. Er ist stets bemüht, das Leben der Dorfbewohner irgendwie zu erleichtern. Gut. Ist ja was über die Rettungskapseln, das ist jetzt mal wichtig, ja. Darüber weiß ich nichts. Vielleicht kann euch Gendar weiterhelfen. Tut mir leid, aber wenn ich sonst irgendwie helfen kann? Okay, dann werde ich jetzt mal gehen. Gut. Nun, wenn ihr irgendetwas braucht oder einfach nur Lust habt, mit mir zu plaudern, dann kommt doch jederzeit wieder. Ich habe nur selten die Gelegenheit, mit jemandem von der Oberwelt zu sprechen. Cool, 5 Credits verloren. Was? Ich habe keine gute Seitepunkte. Ich hätte die auch abstechen können. Pimmelköpfe. Na gut, jetzt erstmal hier orientieren. Also irgendwie geht's hier um das gelobte Land. Hier sieht's ja schon übel aus. Also, wenn man sich das mal anguckt. Also zum ersten Mal im ganzen Spiel haben wir jetzt tatsächlich Erde unter unseren Füßen. Aber hier unten wächst nichts und es ist tatsächlich hier offensichtlich so hoch gebaut, dass hier unten ständig Nacht ist. Also nur künstliches Licht. Kein Sonnenstrahl kommt auf den Erdboden. Das ist natürlich halt dann die Kehrseite von solchen Megastädten. Puh, will man eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Na gut, bevor ich jetzt hier irgendwie mich in Nebenquests verstricke und dieses gelobte Land suche, werde ich mal ein bisschen erkunden und versuchen, diesen Gendar zu finden, weil der weiß offensichtlich was über diese Kapseln. Aigir? Hey, ihr seid doch nicht aus dem Dorf. Ihr seid aus der Oberwelt, oder? Ja, genau. Ihr habt sicher Credits. Vorsicht, irgendwas stimmt mit dem Kerl nicht. Ich traue ihm nicht über den Weg. Ich heiße Aigir. Ich betreibe einen kleinen Gebrauchtwarenladen hier. Wollt ihr etwas kaufen? Ich habe ein paar gute Angebote. Will ich eigentlich, ist mir ja egal. Zeig mir, was ihr anzubieten habt. Ist nicht die beste Ware. Hauptsächlich Zeug, das jemand irgendwo im Müll gefunden hat und so. Aber die Preise sind gut. Okay. Was haben wir denn hier? Oh, ein Nichani-Kampfpanzer. Oh, der ist viel zu teuer. Okay, also die Medikits sind irgendwie echt günstiger. Wie viel habe ich denn davon eigentlich? Komm, bauen wir mal ein paar. So, ansonsten Vibro-Klinge. Das brauchen wir. Eine schwere arkanische Pistole ist geil, aber Zielfernrohr, Vibrationszelle. Oh, ein paar Passag-Karten. Habe ich schon 2x-3? Ich weiß es gar nicht. Okay, machen wir erstmal nichts weiter. Aigir klingt auch irgendwie wie ein Item-Ausrüster von Apple. Hester, da gehen wir jetzt erstmal noch nicht hin. Ich suche immer noch Gendar. Wo ist Gendar? Hallo Gendar. Oder Gendar, Gendar, Gendar. Shalina ist dahin. Das ist da einfach eine Ausgestoßene. Ja, das ist schon krass. Also auch wie man sich das, wie die sich das immer wieder überlegen. Ah, da ist Gendar. Seid mir gegrüßt, Oberweltler. Normalerweise sieht man euresgleichen hier in den Slums nur selten. Es ist komisch, dass in letzter Zeit so viele Oberweltler hier herunterkommen. Nichts für ungut, aber langsam wird mir klar, warum die Leute diesen Ort normalerweise meiden. Warum seid ihr an diesem dunklen Ort, an dem niemals die Sonne scheint, gekommen? Gibt es etwas,
das ich oder mein Dorf für euch tun kann? Ich werde euch so gut helfen, wie es mir möglich ist. Nimm. Ihr spracht von anderen Oberwäldlern, die vor kurzem hier vorbeikamen. In letzter Zeit gab es bei uns im Dorf viele Besucher von der Oberfläche. Schwer bewaffnete Truppen, Mitglieder von Swoop-Banden und Söldner. Sie wollen unsere sonnenlose Welt durchsuchen. Sie suchen sogar in der Kanalisation. Okay, ich suche eine Twi'lek namens Mission Wayo. Ja, ich habe diese Twi'lek öfter gesehen, aber nie mit ihr gesprochen. Sie und ihr Wookie-Freund kommen oft durch unser Dorf, wenn sie die Kanalisation durchforsten. Puh, wie komme ich denn dahin? Es gibt in den Slums zwei Eingänge in die Kanalisation. Einen findet ihr nordöstlich von unserem Dorf, der andere ist im Südosten. Aber die Kanalisation ist gefährlich, Oberwäldler. Solltet ihr es tatsächlich wagen, in die dunklen Gänge einzudringen, nehmt schwere Waffen mit. Es sei denn, ihr wollt im Magen eines Rakkul enden. Mal gucken, ob er noch was Interessantes hat. Stellt eure Fragen, Oberwäldler. Ich werde sie so gut wie möglich beantworten. Obwohl ich wenig über Dinge weiß, die sich nicht in den Slums abspielen. Okay, das haben wir schon erzählt mir von den Rakkul, das ist auch nicht so. Ich werde mir die einfach mal angucken. Wer seid ihr für Leute? Ich werde jetzt mal gehen. Wie ihr wünscht, Oberwäldler. Falls ihr sonst etwas benötigt, könnt ihr jederzeit wieder mit mir sprechen. Ich repräsentiere das ganze Dorf und werde mein Bestes tun, um euch zu helfen.